Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und seit dem 23.05.2018 wissen wir nun, was uns in Battlefield 5 erwartet. Natürlich habe ich ebenfalls für euch eine Trailer-Analyse vorbereitet, wobei diese im Gegensatz zu Battlefield 1 damals nur oberflächlich sein wird. Ich habe aktuell leider sehr viel beruflich zu tun, da werde ich auf Details wie Helme, Uniform und so weiter und so fort verzichten. Primär werde ich hier in diesem Video Waffen, Fahr- und Flugzeuge ansprechen und ich hoffe natürlich, selbst wenn ihr schon hunderte Videos davon gesehen habt, dass ihr bei meinem Video noch ein paar Sachen dazu entdeckt. Wer eine detaillierte Analyse sehen möchte, der schaut am besten in wenigen Tagen mal bei Krasil vorbei, denn er wird den Trailer Frame für Frame analysieren und euch mit Tonnen an Informationen füttern. Ihm habt ihr es übrigens auch zu verdanken, dass ich diese Analyse trotz Zeitmangel im Beruf machen kann, daher besucht auf jeden Fall mal seinen Kanal und lasst doch ruhig mal ein Abo dort. Legen wir also los mit der heutigen Analyse des Battlefield 5 Trailers. Direkt zu Beginn des Trailers sehen wir die amerikanische Splittergranate MK2. Anschließend springen drei Spieler von einem britischen Churchill-Panzer herunter, gut zu erkennen an der Kanone vorne sowie eben auch an der Wandpanzerung. Ebenfalls sehen wir direkt zwei Thompson-Maschinenpistolen, genau müssten es glaube ich Thompson M1928er sein. Und wir sehen neben einem Frontgriff auch einen Mündungsfeuerkompensator. Es scheint also, als würden die Varianten aus Battlefield 1 in Battlefield 5 nicht mehr ihren Erfolg feiern. Hier bekommen wir schon mal einen kleinen Einblick auf die verschiedenen Anpassungen der einzelnen Soldaten. Neben Geschlecht soll man ebenfalls auch Kriegsbemalungen, verschiedene Skins und so weiter und so fort freischalten und nutzen können. Und wir sehen ebenfalls auch eine Handprothese, was zur damaligen Zeit jetzt nichts Ungewöhnliches war, sowas gab es wirklich. Ob genau jetzt mit diesem Zusammenhang mit einer Waffe in Kombination, ob das alles funktioniert hätte, wie es jetzt hier dargestellt wird, sei mal dahingestellt. Ich denke eher nicht, aber ist wie gesagt eine Customization-Teil und ich denke, man kann es nutzen oder man muss es auch nicht nutzen. Aber es ist trotzdem schön, dass man sowas irgendwo mit eingebaut hat. Nur ein paar Frames weiter sehen wir auch schon die nächste Maschinenpistole, die am WW2-Shooter überhaupt nicht fehlen darf, und zwar die legendäre deutsche MP40. Nur ein paar Sekunden weiter sehen wir auch schon eine Neuerung aus Battlefield 5 und zwar das neue Bullet Penetration System, wo es eben möglich sein soll, dass größere Kaliber von Maschinengewehren zum Beispiel Häuserwände einfach mal so durchschlagen können. Die Waffe hier auf dem Boden könnte von der Form her der Maschinenkarabiner sein, bekannt zum Beispiel aus Red Orchestra 2. Als nächstes sehen wir hier das britische Bren Maschinengewehr, ausgestattet mit einem Zweibein. Und auffallend war auf jeden Fall das von oben eingesetzte 30-Schuss-Magazin, damit der Schütze sich näher am Boden befinden konnte. Hier haben wir nochmal die zwei Churchill-Panzer im Bild. Das Modell in der Mitte ist die AVRE-Version, wo das Geschütz durch einen 290mm Mörser ersetzt worden ist. Und die Variante im Hintergrund müsste die Gun-Carrier-Version sein, also sprich einfach einen Panzerjäger. Hier sehen wir kurz das britische Enfield MK1 inklusive passende Visier und Mündungsfeuerdämpfer. Im Hintergrund kurz zu sehen ist der Panzerschreck, der eine direkte Antwort war auf die amerikanische Bazooka, und im Gegensatz zur Panzerfaust konnte man hier direkt nach dem Schuss nachladen und einfach weitermachen. Hier sehen wir ein leichtes Transportfahrzeug und zwar das Kettengrad bzw. auch kleines Kettenkraftrad genannt. Und im Trailer hört man sogar ganz kurz den offiziellen Battlefield 1942 Soundtrack und ich bin gespannt, ob das ein Feature sein wird, wie damals in Battlefield Vietnam, sprich Radio an und einfach die Mucke laufen lassen. Wäre auf jeden Fall schön, ansonsten ist es vielleicht einfach nur ein kleines Easter Egg. Im Hintergrund sehen wir ganz kurz den schweren britischen Infanteriepanzer Valentine, der primär für die Unterstützung der Infanterie gedacht war. Im Gegensatz zum Churchill ist er deutlich älter und somit eben auch schlechter bewaffnet und eben auch gepanzert. Zudem sehen wir hier ganz kurz die neue Mechanik, auch stationäre Waffen an Fahrzeuge zu hängen, was zuletzt meines Wissens nach in Battlefield Vietnam möglich war. Und der Valentine-Panzer zieht hier die deutsche Flak 38. Natürlich darf in einem WW2-Setting auch nicht der legendäre deutsche Tiger-Panzer fehlen. Genau hier im Bild der Tiger 1. Ein Panzer mit extremer Feuerkraft und sehr guter Panzerung. Entsprechend war auch die Herstellung sehr, sehr teuer. Was hier gerade abstürzt, ist das deutsche Mehrzweckflugzeug Messerschmitt Bf 109, und ein paar Frames weiter stürzt, soweit ich das sehen kann, ein Kübelwagen oder ähnliches auf den Soldaten. Natürlich darf auch das MG42 nicht fehlen, was hier im Bild sehr stark modifiziert wurde, wie ich finde. Zum Beispiel sehen wir hier neben den Zweibeinen auch eine Mündungsbremse und eben auch einen Frontgriff.
Und das MG42 war geplant als Alternative, also als günstige Alternative zum MG34 und bot durch einen Rollenverschluss und Rückstoßverstärker legendäre Feuergeschwindigkeit von über 1200 Schuss pro Minute und eben den sehr, sehr bekannten Waffensound. Hier sehen wir im Hintergrund eine weitere stationäre Waffe, und zwar das deutsche Pak 40, was primär für die Panzerabwehr genutzt wurde. Zudem sehen wir hier einen kleinen Ausschnitt des Base-Building-Systems, und wir sehen auf dem Rücken des einen Spielers sogar eine der ersten Panzerabwehrwaffen überhaupt, und zwar das britische Piat. Hier kurz zu sehen im Bild der Sturzkampfbomber Stuka Junker 87 mit der bekannten und sehr angsteinflößenden Sirene. Ich denke mal, jeder von euch kennt diese Sirene. Und hier auch ganz kurz zu sehen ist die deutsche Stielhandgranate M24. Zudem sehen wir auch hier ein neues System aus Battlefield 5, und zwar die Möglichkeit, Granaten aufzuheben und entsprechend wieder zurückzuwerfen. Die Waffe, die wir hier im Hintergrund sehen, ist die britische Sten Gun MK2 Maschinenpistole, die im Vergleich zu anderen Maschinenpistolen zu der Zeit sehr günstig war in der Herstellung, und man sieht sie auf jeden Fall an, also es sieht wirklich nicht schön aus, die Waffe. Der Panzer, den wir hier im Hintergrund sehen, müsste der Sturmtiger sein, im Prinzip eher ein fahrbarer Mörser bzw. Raketenwerfer als ein Panzer. Und das Flugzeug, was wir hier ganz kurz sehen, müsste die britische Hawker Hurricane sein. Der Panzer hier in Bewegung müsste eigentlich vom Prinzip her der Panzer 4 sein, soweit ich das sehen kann. Und der Transporter da hinten in der Ecke, das müsste eigentlich ein ganz normaler Opel Blitz sein. Hier sehen wir die Pistole Walther P38, eine sehr zuverlässige und sichere deutsche Handfeuerwaffe, die sogar als Ersatz gedacht war für die P08 Luger aus dem Ersten Weltkrieg. Was hier ganz kurz für einen kleinen Moment über unsere Köpfe fliegt, müsste ein leichter Bomber sein, und es müsste von der Form her die Bristol Blenheim sein, von der es auch ein sehr, sehr cooles Artwork gibt. Zudem sehen wir hier im Hintergrund ein Halbkettenfahrzeug mit einem Wurfrahmen 40, quasi ein deutscher Raketenwerfer, befestigt an einem Schützenpanzerwagen Sonderkraftfahrzeug 251, und auch hier gibt es davon ein sehr, sehr schönes Artwork zu sehen. Ja, zum Abschluss gibt es noch die deutsche V1-Rakete zu sehen, die im Inneren mit reichlich Sprengstoff beladen wird und eben dann ja unbemannt aufs Ziel steuert. Und typisch für die V1 war eben das laute Brummen vom Motor, und DICE hat sogar hier einen Originalmotor gefunden, aufgetrieben, und hat so die Sounds wirklich realistisch aufgenommen. Also das, was ihr da hört im Spiel, auch hier im Trailer, sind wirklich 1:1 originale Motoraufnahmen von der deutschen V1-Rakete. Ja, ich persönlich freue mich sehr auf Battlefield 5 und werde euch natürlich bis dahin und auch nach dem Release weiterhin mit historischen Videos versorgen. Wie gesagt, News-Videos gibt es bei Mashed A zum Beispiel zu sehen, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Bei mir gibt es halt dann wirklich primär historische Sachen, die ich unbedingt im Spiel sehen möchte. Oder eben auch, wie gesagt, was ich jetzt schon mache für Battlefield 1, historische Waffenguide-Videos. Dennoch muss ich sagen, im Vergleich zum damaligen Battlefield 1 Revier-Trailer war der hier doch etwas schwächer, viel zu hektisch und thematisch so gar nicht irgendwie am Zweiten Weltkrieg orientiert, finde ich. Alles wirkt sehr bunt vom Stil her, und es könnte auch in Richtung Bad Company gehen vom Humor, kann man sagen. Trotzdem hat man derzeit sehr viele positive Veränderungen im Gameplay, die sehr viel Lust auf mehr machen, muss ich sagen. Die nächsten Wochen werden sehr spannend mit der EA Play und dem neuen Gameplay. Und ich würde gerne von euch noch wissen zum Abschluss des Videos, wie findet ihr den Trailer eigentlich? Was ist eure bisherige Meinung zum Spiel? Was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch überhaupt nicht? Seid ihr angetan vom Spiel? Findet ihr es lächerlich? Schreibt mir das auf jeden Fall mal alles in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt, wie aktuell eure Meinung zum Spiel ist. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video geholfen und gefallen. Und falls ja, würde ich mich doch sehr über eine Bewertung freuen, sowie weitere Empfehlungen eurerseits. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper.